Herzlich willkommen zu U-Sport und Development Webinar. Markus Graf. Ich werde die Gelegenheit nutzen, euch im Vorspann vor der Präsentation ein bisschen zu sensibilisieren auf die neue Lernform. Die Frage ist ja vorausgehend, ja, wie lernen die Trainer überhaupt? Oder wie lernen sie in Zukunft? Ist es einfach Corona, wo uns fordert, oder können wir die Technologie auch für die Zukunft nutzen? Ich werde euch aufzeigen, dass wir uns intensiv Gedanken machen, innerhalb von der Lehrmittelstrategie einen Platz zu finden für Webinar. Nämlich Bedürfniszwecke für einen Trainer von leichter, effizienter Ausbildung, aktuelle Inhalte aufzubereiten und kostengünstig, zeit- und frankenmässig aufzubereiten im Sinne von uns Produzenten, aber auch für euch Trainer. Vielleicht gelingt es uns, einen Kalender analog zu den modularen Ausbildungsmodulen anzubieten, mehrsprachig aufzubereiten, ja sogar für erweiterte Zielgruppen zu definieren, sei es der Sportchef, der Nachwuchschef oder weitere Zielgruppen, die Bedürfnisse haben an Ausbildung. Und unsere Label innerhalb von dieser Plattform in den Zielgruppen näher zusammenbringen, eine weitere Chance. Ja, vielleicht gelingt es uns, Testformen anzubieten über Web oder und sogar Ablöseangebote in der Zukunft zu definieren gegenüber dem klassischen physischen Unterricht, standardisierte Ausbildungsmodul. Ich persönlich glaube daran, es ist zeiteffizient, repetitiv möglich und in klarer Struktur einfach aufbereitet. Selbstverständlich hat jede Lernform seine Kehrseite. Die Emotion und die Interaktion ist limitiert. Der Kontakt unter den Teilnehmern, sich selber zu pushen, aber auch die sozialen Momente zu geniessen, das wird noch mehr verarmt. Dem müssen wir Rechnung tragen. In dem Sinn glaube ich, dass der Methodenmix für die Zukunft ein Format kann sein, Trainerbildung noch effizienter zu gestalten. Helfen mit, die Ausbildungskultur zu entwickeln, während, aber auch nach Corona. Wir sind am Lernen. Darum danke schon jetzt für das Verständnis, wenn nicht alles hundertprozentig klappt. Es gibt grundsätzlich zwei Lernformen. Meetings mit einer limitierten Interaktion in Kleingruppen oder das klassische Webinar mit Frontalunterrichtsform von einem Referent und relativ passiven Zuschauer. Wir werden die Zeit nutzen von Corona und im April bis Juni Angebote schaffen, stundenartig Themen aufzubereiten. Ich werde ganz kurz einen Schwenker machen auf die Webseite von unserer Homepage, wo ihr unter Hockey at Home über Webinar laufend das Angebot könnt einsehen. Kurz Beschrieb, Anmeldung und nicht zuletzt im Nachgang auch hier die aufgezeichneten Webinar nochmal findet. Selbstverständlich sind wir sehr froh für jede Feedbacks aller Art über E-Mail oder über Formular, die uns weiterhelfen, die Technologie, die Lernform weiterzuentwickeln. Es gibt grundsätzlich drei Rollen. Der Produzent, der für die Technologie zuständig ist und moderiert. Der Referent, der sich möglichst auf den Inhalt fokussieren kann. Und der Teilnehmer als Zuhörer mit hoffentlich Fragen zum Inhalt. Das würde uns freuen, dann wissen wir, der Inhalt und das Angebot hat euch angesprochen. Im Nachgang findet ihr alle Unterlagen, sowohl Präsentationen wie eben auch Webinaraufzeichnung auf der Webseite. Wir hoffen auf ein Feedback in Form von unseren Feedbacks, Rundinnen, die wir euch zustellen. Nochmal ganz kurz zum Meeting. Die Teilnehmer sind stumm geschaltet, bitte um Verständnis, damit ihr euch voll konzentrieren könnt auf das Referat
Macht euch Notizen oder schreibt in den Chat Fragen. Wir werden Gelegenheit haben, in dieser Form auf Fragen einzugehen. Analog auch beim Webinar, wo ihr in der Plattform unter diesem Symbol eigentlich die Möglichkeit vom Chat-Dialog findet, nutzt die Gelegenheit. In diesem Sinne viel Spass bei einer neuen Lernform, bei komprimierten Themeninhalt und hoffentlich bei einer effizienten Trainerbildung von Zukunft. Ich spiele den Pass weiter zu meinen Referenten. Macht's gut. Ja, merci Cuso für deinen Pass. Ich nehme den gerne auf. Herzlich willkommen zum Webinar Impact U13. Ich hoffe, ihr kennt meine Stimme schon bald. Mein Name ist Ivan Breko. Wir machen heute das Webinar zusammen mit Markus Graf. Vielleicht nochmal zur Wiederholung von der Regeln. Wichtiger Punkt, das Webinar wird ab Anfang an ist es aufgezeichnet und wird nachher euch dann, wie gesagt, im Nachgang zur Verfügung gestellt. Wir haben alle Teilnehmer auf Stumm geschaltet. Bei Fragen, die ihr habt, wenn ihr euch getraut, dürft ihr da am Schluss dann, oder wenn Fragen sind, euch dann auf laut schalten oder dann halt in den Chat hineinschreiben, dass wir die könnten so beantworten. Ziel vom Webinar oder die beiden Ziele, die wir uns gesetzt haben, das Webinar Impact U13, ist auf der einen Seite das Kennenlernen von der Ausbildungsphilosophie auf der Stufe U13 und der Sinnverstehen von unserem Ausbildungskonzept auf dieser Stufe. In diesem Zusammenhang möchten wir euch auch ein Playbook vorstellen zum Thema Längsturnier 4-4. Allenfalls kann euch das helfen, für diese Spielform besser umzusetzen. Das wird die Agenda von der nächsten ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten. Der Cuso wird nachher anfangen mit dem Überblick zu den Meisterschaften und wird nachher über die Ausbildungsphilosophie und Swiss Made Hockey etwas euch weitergeben. Ich werde dann zum Thema FTM auf Stufe U13 wieder dazukommen und noch etwas über Impact U13 euch mitteilen, weil ihr vielleicht schon wisst, aber mal so einen Überblick können verschaffen. Dann werden wir einen Zwischenblock machen mit Fragen und Antworten, wenn ihr da habt. Und nachdem würde Cuso dann das Playbook vom Längsturnier 4-4 mal vorstellen. Und dann zum Schluss werden wir Ausblick und nochmal Fragen beantworten. Ich hoffe, das geht für euch so in Ordnung. Das Bild müsst ihr euch merken. Es ist ein Teilausschnitt aus einem grossen Bild und mit dem möchte ich eigentlich einsteigen zum Thema Impact U13. Wir befinden uns da auf einem schönen, super Bild, aber leider nur oder zum Glück nur auf einem kleinen Ausschnitt und wir möchten den beleuchten. Und wenn der Ausschnitt nachher gut rauskommt, dann ist das ganze Bild sicher viel schöner und kompletter, als wenn das und der Teil weniger gut rauskommt. Ich möchte jetzt gerne am Cuso für die ersten beiden Themen übergeben. Merci vielmals, Ivan. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Webinar. Ivan hat es eingangs schon gesagt, was ist das Ziel? Auf der einen Seite werden Leute Sachen hören, die sie schon kennen. Das ist gut so. Wenn wir es sagen können, wo ihr es findet, dann wollen wir wirklich auch ein bisschen näher dran ankommen, dass ihr die Informationen die auch nutzen könnt. Und letzten Endes das grosse Bild, was wollen wir damit, wo stehen wir in der Ausbildung, wo wollen wir herkommen, das miteinander zu vernetzen mit dem didaktischen oder Ausbildungskonzept, das wäre vielleicht auch ein Ziel von mir, das grosse Bild ein bisschen zu schärfen. Bevor ich anfange, aber der Knüller zum Anfang hat nichts mit dem zu tun. Diese Slide kommt ab jetzt einfach in jeder Präsentation.
Denkt daran, Helmobligatorium, ab im Juni, wenn ihr auf dem Eis seid, habt ihr die Verantwortung, wer einen Helm nicht trägt. Ich hoffe, es gäbe keine Unfälle, das ist das Beste. Aber ein Unfall ohne Helm wäre in dem Sinne sehr fahrlässig und könnte natürlich versicherungstechnisch Konsequenzen haben. Darum bitte, nehmt das zur Kenntnis. Ab jetzt sind wir Trainer mit Helm auf dem Eis. Ja, ich fasse dort an, ein Bild, das ihr auch schon kennt. Und gehe natürlich nicht jetzt auf die einzelnen Altersstufen ein, sondern nehmen wir da die U13 zu Herzen, die ja immer noch mit drei Leistungsklassen einen Fun-Bereich, der ergänzende Möglichkeiten darf bieten für Kinder, die eben ein Wochenende aus dem Breitensport, aus dem A-Gefäß raus möchten, nutzen. Andere brauchen vielleicht dort mehr Zeit für sich und Familie. Das, denke ich, hat auch auf dieser Stufe einen Platz. Ihr seht hier die U13, da sind wir gestartet und haben gesagt, ja, auf der einen Seite gehe ich weiter und sage, ja, wir haben die Leistungspyramide. Wenn ich mal weglasse, den Breitensport im grauen Bereich, wie gehen wir mit dem um, auch in der Organisation der Meisterschaften? Ich komme nachher eigentlich auf die heisseste Datei mit einer zu reden, wo in der letzten Zeit vielleicht Diskussionen gegeben, dass sie die Kriterienkatalog, wie teilen wir ein. Und da gibt es ganz verschiedenste Aspekte, wie man das machen kann oder was man integrieren will von unserer Seite. Dass wir eben schon Leistung haben oder doch nicht, wollen wir schon selektionieren? Das ist eine ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite sagen wir, nein, nicht selektionieren, wir kennen die talentierte Kids eigentlich noch nicht. Und trotzdem die Spiele so zu gruppieren, dass sie möglichst profitabel, challenging sind für Kids, das wäre gar nicht eine einfache Aufgabe. Ja, wenn wir einteilen nach Leistungsorientierung oder Breite, gehen wir nach in Distanzen suchen, viel spielen, weniger Aufwand in der Reise oder eben gute Spiel, längere Reise. Die Clubstrukturen. Kleine Teams, wie gehen wir damit um? Wir haben grosse Teams, grosse Organisationen in diesen Gefässen, andere weniger. Da sind wir bei der Frage, wie viele Mannschaften im Längsturnier darf es sein? Nicht ganz ohne. Die ganze regionale Nationalität von den Meisterschaften betrifft U13 nicht, da möchte ich nicht drauf eingehen. Aber athletorientiert soll es doch sein, innerhalb von unseren Philosophien, Ausbildung, die immer noch lang orientiert sich ausrichten, wo dem Spieler den bestmöglichen Hockey-Rucksack eigentlich geben soll, auf dem Weg zum Aktivspieler. Und da kommt natürlich die grosse Frage von der Promotion und Relegation. Wie gehen wir damit um? Schaut, ich habe drei Möglichkeiten. Mehr weiß ich nicht und sonst bin ich sehr offen für natürliche Ideen. Mit dem sportlichen Auf- und Abstieg haben wir nicht Diskussionen. Wenn ihr ein Goal zu wenig habt im Entscheidungsspiel, seid ihr unten, wenn ihr eins mehr habt, seid ihr oben. Aber wollen wir das? Und unsere Analyse und Diskussionen haben uns ja dazu gebracht, zu sagen, auf der U13 spielen um des Athleten willen, um Kids abzuholen und zu verbessern. Wollen wir frei melden? Wäre eine Idee. Wir gehen ja weit, aber sagen in der U13-Elite, stopp, wir müssen irgendwo eine Richtgrösse haben. Darum kommt es halt zum effektiven Entscheidungsprozess, wenn wir mehr als 12 haben, die Elite, wo ich keine andere Lösung habe, als irgendwie über Kriterien, weil wir müssen gleich wieder schwarz-weiß Kriterienpunkte haben, sonst wäre das Chaos wahrscheinlich noch grösser, wenn wir aufgrund von Gefühlen und Bekanntschaften würde entscheiden. Darum die Kriterien. Der Katalog können wir immer diskutieren. Was ist Messlatte? Ich werde nach dem Schluss, wenn wir die Gelegenheit und Zeit noch haben, die Datei zeigen, die ab 2021 im Einsatz oder im Betrieb ist, wenn es dazu kommt, dass Ende Saison 2021 der Kriterienkatalog für die U13 wieder angewendet sein müsste. Also meine Aufforderung für euch, informiert mich, die Rahmenbedingungen sind dort eigentlich gesetzt, wie es weiterging, wenn wir müssen einzelne Mannschaften kappen. Ja, wie sieht das Bild aus von den Mannschaften? Wenn ich das ein bisschen aus der Organisation von der Meisterschaft komme, dann haben wir in der U13 eigentlich die Mannschaftsmeldungen heute. Mit 36, wo wir meinten, das kann ein Gefäß sein, wo sich die besseren Athleten heute bessere Athleten treffen, dass aber das U13 Top eigentlich breit angesiedelt ist mit 73 Mannschaften und U13A. Ich glaube, mit diesen Zahlen kann man eigentlich
simuliert die Pyramide doch vertreten auf dieser Altersstufe. Wenn ich so ein bisschen ganz kurz zusammenfasse, wir sind in der Basisstufe. Ich hoffe, das tragen alle mit. Es geht nur um die Grundlagenausbildung, nur in Anführungsstrichen, weil es enorm wichtig ist. Also Teams gemäss Niveau, aber keine Spielerselektion. Naja, am Schluss, wenn man zu viel hat, muss man gleich selektionieren im Team. Aber offen im Gedanken vom Auftausch, weil wir wissen noch nicht, wer morgen und übermorgen sich wirklich durchsetzt. Das vielleicht als Einstieg. Und wenn ich frage, wie geht es denn weiter? Was sind unsere Inhalte und Schwergewichte, wenn wir dann immer mehr ins Detail kommen? Das grosse Bild hier ist eigentlich in dem Sinn in Swiss Made Hockey abpackt. Wir haben einerseits die Ausbildung, wir haben andererseits die einzelnen Ausbildungsbereiche. Und wenn wir doch da gleich einen Einstieg machen in die Landschaft, wo wir definieren, was ist Schweizer Hockey, für was stehen wir ein, wo gleichzeitig eigentlich auch Guidelines und Leitlinien soll sein für Grundlagenausbildung, soll sein für die U13. Wenn ich ein bisschen durch die Ausbildung die Leitlinien gehe, dann möchte ich nur einfach mal motivieren, dort reinzusteigen. Wir haben Zeit nicht, dass wir alles aufblenden können. Aber doch einfach hier zeigen, dass sie unsere Maxime in der Ausbildung, an dem wollen wir uns halten. Von dem aus kommt das Ausbildungskonzept, aus dem Ausbildungskonzept kommt der Phase- oder Detailplan von der Schwergewicht von der Ausbildungspunkte. Wenn ich Persönlichkeit aufblende, ihr seht da natürlich auch wieder sehr vieles, was jetzt nicht gerade direkt Thema ist von der U13 oder von unserem Webinar-Session. Aber ich möchte doch unterstreichen, das Lernklima mit den Jüngsten, wie wichtig dass das ist. Wenn ich weitergehe, und zwar nicht jetzt in die Athletik, sondern ich möchte über Technik, Taktik kurz da einblenden, wo vielleicht auch ein Stichwort ist in die U13. Taktik, Spielverhalten in der Technik zu integrieren. Wenn es uns also gelingt, die beiden Elemente zu verbinden, dann haben wir bestmöglich Grundlagenausbildung betrieben. Wenn ich sage, mutig und schnell vorwärts, dann müsste immer wieder der Gedanke sein, Beischebengewinn, wie komme ich vorwärts, wie komme ich in die nächste Zone. Das ist mutig, kann Fehler sein, aber gerade eure Stufe ist der Anfang von diesen Gedanken eben über Technikschulung hinaus noch reinzubringen in die Altersstufe. Wenn ich Schusslinien besetzen sage, dann hat das mit Spielcharakter, den uns Nationalmannschaften hochgradig schätzen, wie wichtig das heute ist. Wenn ich Torhüterausbildung anschaue, dann komme ich natürlich zum Gedanken, dass wenn ich 2 Spiele machen kann und 4 Goal im Betrieb habe, dann kann das nur der Ausbildung doch helfen. Mal ganz gleich, in welchem Format und welcher Anordnung im Vergleich zum normalen Spiel. Das vielleicht auch ein Teil zu dieser Längsform, wo wir hier eigentlich Ziel und Inhalt doch leben und sehen. Wenn ich sage, Technik ist das Ausbildungsthema von der Grundlage, von der Foundation im FTEM, dann ja. Aber gleich auch wieder mit diesen elementaren Headliner in der Zone, dann wäre das der Input, den ich eben, wie ich gesagt habe, ins FTM reinbringe. Oder B, eben nachher vielleicht in dem Playbook vom 4-4 Längsformat, den nochmal werdet hören. In dem Sinn möchte ich alle motivieren, wenn ihr es noch nicht kennt, die Guidelines mal studieren, das ist eigentlich das grosse Bild für mich. Das sind die grossen Bilder, die wir verfolgen. Und in der Foundation-Stufe U13 ein so ein wichtiges Element, wo wir von Technik übergehen, langsam in die elementaren taktischen Verhalten, in Prinzipien, wo wir mit dem Spiel und Spielformen natürlich bestmöglich können kombiniert auch, trainieren, bin ich der Meinung. Somit merci, wenn ich das grosse Bild habe zeichnen, dann gebe ich zurück zum Ivan, wo eigentlich ein Schritt weitergeht, weil es bei FTM eigentlich in der Konkretisierung eine tiefe Wirkung oder ein tiefes Ziel mit der Benennung, was wo zu machen ist, weitergeht. Ja, danke Küsu für
deine Zeichnung im grossen Bild. Ich würde gerne wieder in einen Ausschnitt vom Bild zurückgehen, und zwar zum FTM U13. Meinung ist nicht, dass ich jetzt euch das FTM nochmal erkläre. Ich denke, die meisten oder fast alle haben das schon gehört, was der Inhalt ist. Der Talentweg plus die Hockey-Map, die sollte euch eigentlich bekannt sein. Und die Stufe U13 sind wir auf dieser Stufe nach FTM F2, F3. Auf der einen Seite anwenden und variieren im F2 und Eishockey spezifisches Engagement dann auf der Stufe F3. Was da der Inhalt ist auf diesen beiden Stufen F2 und F3, das lasse ich euch so mal ein bisschen durchtappen und durchlesen. Ich denke, wichtige Punkte auf der Stufe F2, wie sich eigentlich der Titel heisst, anwenden und variieren der Bewegungs- und Spielformen. Und dort geht es vor allem darum, halt verschiedene Situationen, sei es jetzt Spielsituationen oder Technik, auch können in verschiedenen Formen zu üben, anzuwenden und Erfahrungen sammeln. Beim hockeyspezifischen Engagement, da denke ich, sind die Techniken einigermaßen bekannt. Die Spielform ist auch bekannt, aber auch da sagen wir, wenn ihr nachher könnt lesen, ja, Variation von der Spielformen, sagen jetzt das im ganzen Spiel über das Full Ice oder auch in einer Variation im Spiel, auf dem Spielfeld Half Ice 4 gegen 4, wäre hier auch auf der Stufe F3 in dem Sinn auch vorgesehen. Wenn ihr das sucht, da die Beschreibungen, die findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Wenn ihr könnt unter FTM schauen und im Gesamtkonzept sind die verschiedenen Stufen, wie jetzt hier beschrieben, in dem Sinn so ersichtlich. Wenn wir weitergehen im methodischen Konzept, dann kennen wir die Lernstufen, die jetzt I und S ganz nahe sind, die kennen den Einsteiger, den Fortgeschrittenen und den Könner. Und im FTM haben wir noch zwei Stufen dazu tun, den Entdecker und das Talent. Wir würden aber jetzt in dem Webinar geht es vor allem um die Fortgeschrittenen, wo Lernstufen anwenden und in der Methodik halt, wie gesagt, schon in dieser Variation sich befindet. Wie ihr hier lesen könnt, ist die Lerngruppe Fortgeschrittene ist beschrieben, was wir hier, was diese Lerngruppe oder Lernstufe beinhaltet, auch methodische Konsequenzen, halt mit verschiedenen Anforderungen, Übungen und Spielformen, also eine grosse Variation. Unten steht auch noch Herausforderung, oder Variation im Raum, in der Zeit und in der Zusatzaufgabe, wo die Spieler in dem Sinn dann haben. Aus dem Athletenprofil, wo eigentlich abgeleitet ist aus dem FTM, das wäre jetzt die Stufe F3. Ich denke, da müsst ihr nicht ganz genau wissen, was da überall steht, aber ich möchte etwas eigentlich beleuchten, wo auch auf das Thema Impact U13, denke ich, wichtig ist. Und wenn wir da ein bisschen im Hockey-Sense schauen können, dann sind offensives, defensives Bewusstsein, Puck-Management, und da wären wir eigentlich wieder im Anwenden drin, also im Puck-Management, situationsadäquate Entscheidungen können treffen, Support geben, dem Scheibenführer, Overload und so weiter und so fort. Also da sind sicher Themen, wo nachher die Küsser, denke ich, auch im Playbook dann 4-4 darauf zu sprechen kommt. Und ich denke auch da, wenn wir wieder sehen, Stufe F3,
Also U13 Impact, da wären wir eigentlich die High. Voilà. Wenn wir ein bisschen in die Entwicklungspsychologie gehen von unseren Spielern, wo befinden sich die? Vielleicht haben wir die Sachen schon in einem Leiterkurs gesehen, was vielleicht schon ein paar Jahre her ist. Jetzt, wenn wir da in der koordinativen Kompetenz schauen, dann ist eigentlich das eine super Möglichkeit mit vielen Möglichkeiten, Sachen können zu trainieren, wo die Spieler unglaublich schnell Fortschritt machen. Ein gleicher Punkt in den konditionellen Kompetenzen. Dort sieht man, Ausdauerfähigkeit ist recht gut trainierbar, sowie auch Schnelligkeit. Das Alter von zwischen 9 und 12, dann sagen wir reich goldiges Lernalter. Also die Spieler lernen unglaublich schnell, machen schnelle Fortschritte, sind sehr motiviert, etwas zu lernen. Daraus auch ein bisschen die Phase beschrieben auf der Stufe U13, also 11-12-jährige Kinder, entwicklungspsychologisch, also da heisst es auch Lernen auf Anhieb, wie vorher so ein bisschen grafisch dargestellt, das beste Lernalter. Und hier in Gelb markiert, eben das Alter U13, sie ist eine Schlüsselphase für das spätere Bewegungsvermögen. Also, können wir doch variieren auf dieser Stufe, weil die Kinder lernen schnell, sind sehr auffassungsschnell, haben eine grosse Auffassungsgabe. Als Abschlusssatz steht da unten ein bekannter Satz, also was Hänschen nicht lernt, lernt er nimmer mehr. So krass ist es nicht, aber ich denke, da haben wir die Chance, wirklich den Spielern etwas mit auf den Weg geben können. In dem kleinen Ausschnitt von dem Bild schon nachher ein gutes, grosses Bild oder Schlussbild können zu haben. Impact ist euch sicher auch ein Begriff. Impact U13. Wir haben verschiedene Massnahmen eingeleitet, die auch zur Abstimmung gekommen sind. Die Ausgangslage hat eigentlich der Küssel vorher schon mal ein bisschen angetönt. Also diese Stufe, wie schon in der Entwicklungspsychologie oder die Ausgangslage vom FTM beschrieben, ist es eine sehr wichtige Stufe für die Nachwuchsförderung, sowohl in der Breite, aber dann auch richtig Leistung. Wo wir, wie Küssel auch gesagt hat, wer ein Talent ist und wer nicht, das ist schwer zu identifizieren. Darum ist eigentlich wichtig, dass wir möglichst breit ausbilden. Eine Übersicht zu den Massnahmen. Wir haben ein paar Massnahmen getroffen oder zur Abstimmung gebracht, wo ihr Club zum Teil abstimmen und das auch bejaht habt. Und wir haben das mal versucht, auch zu begründen, woher kommen eigentlich unsere Ideen oder die Massnahmen, die wir umsetzen wollen, mithin auch den Zielsetzungen. Meldeliga, wieso Meldeliga? Ja, sportlicher Ehrgeiz vom Trainer sollte eigentlich nicht im Vordergrund stehen. Wir sollten das Potenzial vom Team kennen und möglichst homogene Spiele können zu absolvieren. Und da möchte ich noch anmerken, die Spielklasse wird meiner Meinung nach viel zu hoch bewertet, weil wenn ich sehe, wie viele Spiele das ihr zum Beispiel auf der U13 Elite-Stufe habt, in der Saison vielleicht 30 Spiele und im Vergleich etwa 180 Training, dann denke ich, die Trainingsqualität hat viel mehr Einfluss auf die Entwicklung der Spieler als jetzt Spiellevel und auch die Spielformen, die man anbietet. Dass wir keine Ranglisten mehr haben, das habt ihr auch gemerkt. Euch Coaches ist das wahrscheinlich weniger wichtig, aber vielleicht für die Spieler und die Eltern, die orientieren sich vielleicht mehr an etwas Mathematischem und versuchen so eine Leistung können einschätzen von einem Team oder vom Trainer oder vom einzelnen Spieler. Darum haben wir auch die Scorerlisten
rausgenommen, weil in dem Sinne ist nicht wichtig, wer das Goal schiesst oder wer es nachher auch überkommt. Die Handlungsziele in der Ausbildung stehen bei uns im Vordergrund. Also wie spiele ich, wie komme ich zum Goal, wie kann ich Goal verhindern und ob es dann stattfindet oder nicht. Im Resultat ist manchmal auch ein Zufall. Und darum ist es nicht wichtig, wer das Goal macht, sondern wie man die Spielanlage hat. Penalty-Score. Ja, ein Penalty schießt mehr gewonnen und wir wären Weltmeister. Ja, das ist ja so. Auf der einen Seite kann man sagen, es findet weniger und weniger statt, weil man 3 gegen 3 Verlängerung hat. Und auf der anderen Seite ist es doch ein athletorientierter Wettbewerb, welcher das Duell 1 gegen 0 gegen den Goalie soll fördern. Und wenn man sagt, man möchte Technik entwickeln, dann ist sicher dort die Möglichkeit, dass ein Spieler, wenn er mal 1 gegen 0 kann anlaufen gegen einen Goalie, dass man seine geübten Tricks und Finden kann ausprobieren kann. Und vielleicht motiviert es ihn dann, noch etwas mehr zu investieren. 5 gegen 5 bei Strafen, das haben wir letztes Jahr auch ausprobiert oder in dem Sinn so gespielt. Die Rückmeldungen sind eigentlich durchaus positiv. Und da gibt es wahrscheinlich mehr, auch wie im Coach, der Grund. Überzahlspiel soll nicht bewusst geübt werden. Wir möchten gerne 5 gegen 5 spielen und nicht 4 gegen 5, 5 gegen 4 und die Special-Situationen üben im Training und nachher mit schematischen Aufbau dann können im Spiel spielen. Was zur Abstimmung noch kommt, wenn es jetzt bin ich eins übersprungen, Entschuldigung, zu den Längsturnier, Spiel 5 gegen 5, das merkt ihr selber auch, bietet auf einigen Stufen sehr viel Raum. Braucht man so viel Raum? Ist es sinnvoll, dass wir so viel Raum haben für unsere Spielentwicklung? Darum Fokus auf diese 4 Spielrollen zu haben. Und dazu eignet sich eigentlich das Längsturnier 4 gegen 4 um die 4 Spielrollen können anzuwenden und sich dort drin können zu verbessern. Abschaffung von der Regeln, von der 3 Kreuzli-Regeln, das kommt jetzt zur Abstimmung. Das ist auf Wunsch von euch Clubs von uns beantragt worden. Und das macht sicher Sinn, dass wir dort keine Hindernisse mehr in den Weg stellen zur Förderung der Athleten, sondern die Spieler sollen frei können spielen in diesen 3 verschiedenen Leistungsklassen. Overages auch in eurer Verantwortung von den Trainer, wenn ihr das Gefühl habt, wohl, der Spieler, dem tät es noch gut, eine Saison auf der unteren Stufe zu spielen. Vielleicht ist er spät Beginner oder spät Entwickler. Dann lassen wir das in eurer Verantwortung als Trainer auf der Stufe U13 können sagen, jawohl, das macht Sinn oder es macht in dem Sinn keinen Sinn mehr. Voilà, die Massnahmen Impact U13, was wir da umgesetzt haben. Jetzt würden wir den Ersten, wenn dazu Fragen sind, ich weiß nicht, ob es im Chat eine Frage hat. Wenn jemand Fragen jetzt möchte ich mündlich mitteilen, dürfte sein Mikrofon einstellen. Und wir versuchen, die Fragen natürlich zu beantworten. Ist vielleicht Küso, hast du etwas können gesehen schon ja, im Chat? Im Chat sind keine Fragen, ich kann nichts lesen da. Vielleicht gibt es etwas in mündlicher Form. Wenn nicht, stimmen wir vielleicht nochmal auf, wenn wir Zeit haben am Schluss und fragen nochmal, ob dort Fragen sind. Wenn Sie sie schriftlich stellen, umso besser, dann können wir uns vorbereiten während der Präsentation. Ist das für dich okay, Ivan? Ja, danke vielmals. Dann würde ich dir wieder das Wort übergeben, Küsu, zum Thema Längsturnier 4 gegen 4. Ja, merci. Ich fange nochmal an, Stufe U13. Da sehen wir eigentlich die grössten Veränderungen gemacht. Und wenn ich wieder mit einem grossen Bild probiere anzufangen, ist ja, wir geben Verantwortung in die Clubgefäße. Alle Antworten, die wir grundsätzlich geben, ist für euch vielleicht eine Hilfe zu geben, aber auch mit dem Bewusstsein, dass es in der Variation die Stufe erschleppt. Wir haben auch im Swiss Made Hockey Guidelines, die sagt, Vielfalt
von Raum- und Zeitverhältnis. Und das ist genau diese Stufe. Und trotzdem müssen wir vielleicht einen Weg finden, für ein bisschen Klarheit zu schaffen, im Sinne von, wie wollen wir unsere Struktur anlegen mit dieser Längsturnier. Ich habe nur eigentlich Positives gehört, dass das gut aufgenommen ist. Die Diskussionen sind vielleicht mehr oder weniger umgegangen in einer Leistungsklasse Elite, ob 3-3 oder 4-4. Wir möchten hier versuchen, Antworten zu geben und das auch zu begründen. Im Überblick hat Ivan schon viel gesagt, gehe ich eigentlich hier nicht mehr darauf ein, außer dass wir eben das Längsturnier 4-4 wetten spielen mit 4 Clubmannschaften, um vielleicht auch den kleineren Kadergrössen von diesen Elite-Mannschaften zu helfen und in der Struktur so eigentlich durchzuziehen. Was aber nicht heisst, dass in der Variation von eigenen Aktivitäten unter Clubs, wo sogar in den Trainingsformen eine wunderbare Gelegenheit sind, vielleicht die Längsform mit 3-3 zu spielen, mit Variationen zu arbeiten, eigentlich in diesen Small Games Sequenzen eben viele unterschiedliche Anforderungen und Wahrnehmungen haben, wo man nochmal eigentlich grundsätzlich Technik mit den Prinzipien vom Scheibenschützen, aber nachher auch vom Raumlesen mit den Mitspielern, mit dem Gegner eigentlich langsam in ein Coaching reinkommen in diesen Bereich. Ich möchte vorab Lele Celio danken. Er hat eigentlich schon dieses Jahr für sich so ein Playbook angelegt, das ihm so helfen soll, wie wir in die Längs 4-4-Form optimal für die Ausbildung nutzen können. Wir haben das aufgenommen, wir haben es lange hin und her diskutiert und die haben mir gesagt, wir müssen eine Antwort geben, 3-3, 4-4 und wenn ja, warum und wie das jemand abgehen könnte. Wenn ich das Wort Playbook sage, dann müssen wir aufpassen. Alle diese Guidelines, und es sind nur Richtlinien und Hilfen für Trainer, sind so gut wie ihr es erlebt. Nämlich durch positives Coaching an diesen Schlüsselpunkten, die wir vielleicht hier erreichen möchten, über die Spielform. Wenn ich nochmal darauf zu reden komme, 4-4 längs, ich glaube, es ist offensichtlich, wir reduzieren den Raum, weil wir mehr Spieler haben. Dass ich rein mathematisch, wenn ich 8 respektive 16 Spieler auf dem Feld habe, eigentlich mehr Hockey am Athlet habe, das versteht sich von selbst. Natürlich, das können wir nicht ewig betreiben. Also meint ihr eigentlich von der Querform 3-3, 4-4 etc. in Training und Spielgegebenheiten nachher in die Längsform hineinzugehen, das wäre der nächste Schritt, den wir ja immer wieder sanft kombinieren mit unserer normalen Meisterschaft 5-5, wie ihr sie alle kennen. Mit mehr Spielern auf engem Raum erhöhen wir Zweikämpfe. Wenn wir das wollen, dann ist das ein Votum für 4-4. Scheiben schützen. Und Scheiben schützen kann man nur unter Druck natürlich am besten üben. Also den Druck haben wir. Die Unterstützung, die muss kommen, das provozieren wir eigentlich mit der Anzahl 4-4. Und wenn wir es schaffen, in der Philosophie, die Coaches wegzukommen von dem Positionendenken, wo uns immer noch wieder limitiert im Offensiven, wo das Welthockey heute sagt, 5 sind Teil vom Angriff, 5 sind Teil vom Defense-Konzept, dann können wir es hier natürlich mit einer Spielform in dieser Art vielleicht schon ein bisschen üben. Also wenn ich das Element oder die Stichworte probiere rauszunehmen, wo wir dort uns entwickeln wollen, dann ist es sicher im Verhältnis 1-1, offensiv-defensiv, mit all diesen Keypoints, wo ich heute nicht muss darauf eingehen, Übergang zum Raum 2-1 bis und mit 4-4. Dass es wieder euch natürlich in eurer Verantwortung ist, innerhalb von der Leistungsklasse Möglichkeiten zu sehen, Schlüsselpunkte zu identifizieren und an dem zu arbeiten, das kann ich euch nicht abnehmen. Vielleicht kann ich aber einfach helfen, mit diesen Folien ein bisschen eine Richtlinie zu geben, die ihr könntet mit den Kids eigentlich angehen. Und wenn ich hier anfange, ich habe hier Athletenfolien, dann meine ich auch wieder, wir haben das Konzept, das steht in Swiss Made Okay, dass wir über die Farbe in den 3 Phasen können uns artikulieren und auch ein komplexes Spiel probieren, verständlich zu machen. Dass wir das jetzt so nah mitziehen und eigentlich einbetten in die Spielformen oder taktischen Überlegungen vom 4-4, das wäre eigentlich nichts anderes als das Konzept mitgenommen in diesen
vier in diesen Ampeldenkelphasen die vier Spielrollen zu erklären. Und wenn ihr das seht, wenn das Auftrag wäre, für einen Athlet zu verstehen, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Folie in einer Form auch darf mit den Kids besprochen werden. In der Einfachheit wieder adaptiert natürlich auf eure Leistungsklasse, aber ich glaube, für die Altersstufe möglich, für euch Trainer, eigentlich das tiefere Wissen, an was schaffen wir denn, auf was wollt ihr schauen und was kann ich loben, wenn es eben kann umgesetzt werden in Spielformen, Trainingsformen, natürlich auch mit 5-5. Das wäre eigentlich die Coaches-Folie innerhalb der vier Spielrollen, die der Ivan noch schon erwähnt hat. System oder Playbook, verstehen wir es ja nicht falsch. Wir sind auch da bei den Ampeldenken an den Prinzipien, an den kleinen Sequenzen im kleinen Raum, mit Anzahl Spieler erhöhend, mit Gegnerdruck erschwerend, innerhalb von diesen taktischen Prinzipien, wenn ich dem so sagen will, uns zu entwickeln, zu fördern und natürlich durch die Organisationsform möglichst auch zu provozieren. Wie könnte die Antwort sein auf ein 4-4? Also vier Positionen weg von Defender oder Forward. Wenn ich einen Namen suchen muss, verzeiht mir die englische Form, dann ist das etwas, das für alle Sprachregionen vorhanden kann. Switch heisst das Wechsel quick. Also schnelles Wechseln von den Spiel, vier Rollen lesen, zu interpretieren und auch umsetzen ins Spiel. Das wäre das grosse Bild, das man eigentlich mit dem als Plakat eigentlich in die 4-4 integrieren möchte. Ihr habt hier die Grundstichworte, vier Spielkonzept, ich habe es schon erwähnt, Transition, schnell, wir kreieren nach vorne, wir fordern Lösungen unter Druck. Kann nicht alles im ersten Moment gut kommen. Aber vielleicht wäre das eine wunderbare Lernerfolg zu zeigen, auch der Mannschaft, vielleicht mit einem Video, wie man im August, September die Aufgaben gelöst hat, wie man sich entwickeln kann und im Ende der Saison nachher auch das besser macht und den Lernerfolg so sichtbar zu machen. Schnelldruck erzeugen natürlich in der Phase Rot, das wäre das Gegenargument, wo uns natürlich der Druck erhöht mit Scheiben. Wir haben hier noch keine Bilder. Wir haben an Corona hat auch uns am Schluss der Saison ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir eigentlich mit Aufnahmen ein bisschen eine Studie lancieren wollen, wo es ein bisschen Zahlen gibt, 3-3, 4-4 Raum und technische Komponenten, die wir zurückbekommen. Im Spiel selber, wie es sich entwickelt, 4-4, da werden wir noch dran arbeiten und eigentlich in der U13 Stufenkurs eigentlich das Prinzip nochmal aufzeigen, auch mit Bildmaterial. Wenn ich sage, wie könnte man die vier Spielrollen identifizieren, dann haben wir das mit Buchstaben geschafft, mit Buchstaben, Zahlen, aber es gibt dort die Varianten. Wir wollen euch eigentlich zeigen, dass man kann sagen, der Erste zur Scheibe, und das Konzept heisst, in der Distanz zur Scheibe, ist der Pressure Man. Also der schnell Druck macht. Und das sind wir bei den Elementen vom Engeling, abholen, rausdrängen etc., was ihr vielleicht besser wisst als ich. Mit Scheibe ist es der Playman. Also wie kann ich eine Lösung machen unter Druck? Erster Pass, erster Move, Bein bewegen nach vorne, das ist das P. Der Support, der zweite Mann, unterstützt den Scheibenbesitz. Immer wieder an dem eigentlich die Kids loben. Ich will anspielbar sein, muss unter Druck Hilfe bieten. Der Triangle, macht den Raum fertig innerhalb von dem Dreierkonzept, um die Scheibe stark zu sein. Und wenn ich sage, der Distanz, dann ist das eine, der im offensiven Bereich, also mit Scheiben, vielleicht einen Block stretchen, vielleicht einen langen Pass mal provozieren oder öffnen oder der Verteidiger, der hinterste Mann vom Gegner unter Druck setzen, dass er sich zurückzieht. Also Raum schaffen, ein schönes Element, das wir später immer wieder brauchen in einer anderen Formation, in einer anderen Raumsituation. Oder bei dem irgendeinen lassen wir stehen, außer darf Teils vom Angriff sein, aber er sichert ab, er liest den Gegner, was könnte sein, wenn von grün auf rot die Phase wechselt. Das hätten wir versucht, ein bisschen grafisch aufzuzeichnen, wobei das wiederum eine Veranschaulichung soll sein.
innerhalb des Spiels darf es ja kreativ sein. Wir wollen kreative Lösungen. Wir wollen mutiges Vorwärts spielen. Ich habe es vorhin im Swiss Made Hockey gesagt. Das könnte eine Anordnung sein, wo der innerhalb von Drillformen, Spielformen und eben im Spiel eigentlich auch das Coaching könnte ansetzen. Hier nochmal die Erklärung im Grundsatz. Und dann gehen wir durch die Zone durch. Wir bleiben in einer Phase von Rot und Grün. Also in der D-Zone Gegner, Scheibenbesitz, Druck, Support, Triangle nimmt einen kurzen Raum, liest natürlich das Spiel und der Distanzmann tut das Spiel immer wieder interpretieren, lesen, ob er den Raum vergrößern kann oder nicht. Neutrale Zone, ich will nicht mehr in jedes Detail hineingehen, ich hoffe, das könnte helfen. Nochmal, der Trainer vor der Saison im Kurs werden wir das nochmal ansprechen können. Ist wieder die gleiche Situation zwischen P, Pressure, Support, Triangle und Distanz. Selbstverständlich, wenn wir Druck machen, immer wieder auf die Scheibe und die Räume sind eng, es gibt Gelegenheit. Wir wollen, dass der Scheibenführer unter Druck kommt und wenn er es gut muss sein oder gut macht, dann muss er eine Lösung kreieren. Da sind wir nachher in der Phase grün. Also ihr seht hier auf der einen Seite, und wenn ich das noch so ein bisschen im Durchgang vorstellen in der D-Zone mit Scheibengewinn, was kann ich machen? Das kann keine Zeichnung alles in den Variationen abbilden, aber das Prinzip müsste immer sein, der Erste, der hat, schnell vorwärts. Der Zweite, wie kann er unterstützen, anspielbar sein? Der Dritte, der den Raum fertig macht, der sich bewegt und natürlich den freien Raum auch sucht. Und der Distanzmann, der vielleicht schon in der nächsten Zone, wir wollen ja schnell dort reinkommen, irgendwie sich löst, versucht, Anspielstationen überlenkt zu sein oder, eben wie ich gesagt habe, der hinterste Mann vom Gegner auch zurückzuziehen. Und so weiter. Das heisst hier das Aufschließen, wenn wir sagen, Gap Speed hat man mal in der Lehre und oben immer wieder im Stichwort, dass wenn die Scheibe kann, schnell in die offensive Zone und die Längsrichtung gibt es ja eigentlich das Learning noch, dass wir die Zone können erleben, nur eben in schmalerer Längdistanz, dass wir schnell aufschließen, Part of Offensive sein, dass wir dieses Dreieck schnell machen, aber auch der Distanzmann schnell aufschließt und eigentlich das Spiel mitnimmt, mitgibt, weil wir nachher sehen, dass wir ja grundsätzlich vielleicht in der Offensivzone bei Scheibengewinn hier sofort Richtung Tor, nicht Drive, zahl den Preis, wo können wir es lernen, wenn es halt Action ist, wenn es eng ist, dort bleibt stehen, einen Weg zu finden, aber immer wieder lesen, wie kann ich den Scheibenträger unterstützen, der Triangle, Wege, Platz finden, wo ich den kleinen Raum haben kann, für parat sein zum Tor machen, das muss Wot Go machen, alle drei. Und auch der Distanzmann, der vielleicht den Lömer noch irgendwo hinter den Raum ein bisschen vergrößert, aber auch gute Möglichkeit als Anspielstation kann sein. Nachher kommen wir zu Rot in der Schusslinie bleiben, zu Grün, wie bringen die Scheibe tief vor das Goal. Element, das wir im Top-Hockey, natürlich auch beim 5-5-Situation, enorm wichtig und oft gesehen, das können gut zu machen, das wäre eine wunderbare Lerngelegenheit, meine ich, aus meiner Sicht in dieser Form 4-4 hier. Das wäre so ein bisschen eine Idee, wie ich hoffe, dass wir ein Tableau haben, das ihr könnt ein bisschen dran haben, mit den Key-Elementen eigentlich zu der Mannschaft an dem arbeiten und die Spielform 4-4 eben über eine Saison zu entwickeln und dort Fortschritte können, vielleicht zu visualisieren, aufzuzeigen der Mannschaft und dort zu loben damit. Wie gesagt, mit Bildern können wir näher unterstützen, bevor wir in die Saison gehen. Das wäre einmal eine erste Slide-Antwort, wo man gesagt hat, wie können wir euch unterstützen, warum 4-4 und was können wir in der Ausbildung erreichen. Merci, ich gebe zum Ivan zurück oder würde ich Fragen versuchen zu beantworten. Voilà, du hast lanciert. Danke vielmals, Küsser, für die Ausführung. Wir werden eine zweite Möglichkeit bieten für Fragen. Im Chat habe ich nachgeschaut. Die Leute haben so aufmerksam mitgelesen, die haben keine Zeit zum Schreiben. Darum würde ich jetzt nochmal eine Möglichkeit geben, wenn jemand möchte, eine Frage stellen, das Mikrofon auftun.
und dann eine Frage in die Runde werfen. Wir würden die gerne beantworten. Ja, wir nehmen das so zur Kenntnis und vielleicht von meiner Seite das letzte Wort. Merci ganz sicher mal, dass ihr dazu dabei seid, dass ihr es angehört habt. Und wenn nicht alle einverstanden sind mit dem Element, dann freut es mich auch, weil wir ja gesagt haben, die U13 Stufen sollen in Variationen ausgebildet werden. Dass wir in der Meisterschaftsstruktur hier müssen eine Linie setzen, da hoffe ich auch Verständnis und ich hoffe, das ziehen mal alle mit, dass wir wieder ein Jahr machen können mit diesen Längsturnieren, dass wir ausbilden in der Nicht-Selektion, obwohl wir Kadergrösse gleich müssen entscheiden treffen, aber wir kommen dann später, ich war nicht, glaube ich, noch ein Slide, wenn es darum geht, wie wollen wir denn, unter welchen Gesichtspunkten, wenn wir probieren, eine Selektion zu machen, wenn wir wirklich müssen. Wer nehmen wir mit, wer nehmen wir nicht mit? Das ist nochmal ein riesengroßes, spannendes Thema. Aber in dem Sinne, die U13-Stufen in Variationen zu leben, finde ich fantastisch. Das wäre die Idee, wie wir die 4-4 wollen, integrieren. Und nochmal am Schluss, die Entwicklung geht über das Training, die Inhalte mitnehmen in Spielformen. Das ist eigentlich unsere Basisausbildung. Ja, danke vielmals, Küsu. Wenn eben keine Fragen sind, dann haben wir Antworten, hätte man hoffen, aber die behalten wir noch für uns. Dann lasst euch mal das Playbook durch den Kopf gehen. Vielleicht grüße noch eine Frage von mir an dich. Jetzt hast du das kurz gezeigt, das Playbook. Ist das irgendwo noch verfügbar? Können wir das den Trainer suchen lassen? Wie kommen wir zu dem? Ja, da könnt ihr jetzt fast die Frage zurückgeben. Wo geht ihr das suchen, geschätzte Trainer? Wo geht ihr das suchen? Ich hoffe, ich bin jetzt auf dem Schirm und wenn ich ein bisschen aufs Web gehe, auf der einen Seite geben wir das als PDF, können wir das gut zustellen an den Teilnehmer mit der Frageform. Auf der anderen Seite nochmal vielleicht, habt ihr alle Web? Ja, ich sehe es, ja. Einfach als kleines Training, wo suche ich etwas, wenn ich es brauche, von Ampeldenken bis Swiss-Made-Hockey, dann gehen wir über die Menüführung rein, Sportkonzept, haben wir viel Teaching-Videos auch hier, wir haben es jetzt neu aufgelöst oder kategorisiert, Testimonials, die uns helfen, dass wir natürlich irgendwo bei den Elementen, wo haben wir es, Teaching-Videos hier sind, in Italienisch oder in verschiedenen Sprachen, auch même en français, von den Themen, die neu sind, dazukommen. Oder, und wenn ich zurückgehe, grundsätzlich im Detail, mit Übersicht, Ausbildungskonzept, da hoffe ich, kann ich alle die Stufen Antwort geben. Wir sind der Foundation, wir haben zusammengefasst F1 bis F3 Fortgeschrittene und wir werden es hier hinterlegen, auch mit einem kleinen Ritter U13, wo entweder hier ihr das findet oder und eigentlich über Hockey sonst Spielverhalten, wenn wir in gewissen Prinzipien da könnte Hilfestellung geben mit den Slides. Also ihr werdet es wieder finden, hoffentlich noch anders mehr, wo ihr wieder über FTM auf eure Kompetenzstufe von euren Altersbäusen könnt hoffentlich das finden. Und wenn alle Strecken reissen, dann findet ihr uns per Mail sicher, wo wir Hilfe geben können, wo man es bekommt. Also Antwort kurz, PDF für die Teilnehmer und alle anderen hier auf der Webseite. Merci Küsu. Dann höre ich wieder übernehmen. Zum Ausblick. Da würde ich vielleicht nochmal kurz dem Küsu das Wort geben zu Trend- oder Bildungsformat von morgen. Ja, da möchte ich nicht mehr verlängern. Ihr habt es im Einstieg schon ein bisschen gehört. Ich glaube, wir sind überzeugt, dass das eine Chance ist, in dieser Form eigentlich die Entwicklung weiterzufahren, auch wenn wir nachher wieder in unsere Standardkurse hineingehen. Wir machen uns so Gedanken, wie können wir die Themen bestmöglich für euch aufbereiten, aber auch welche Themen sind am brennendsten aktuell.
Darum werden wir auch versuchen, den Ball ein bisschen euch zu geben, dass ihr nicht im gleichen strengen Rhythmus abbaust. Ihr seid ja dann selber auch an Front. Vielleicht Themen könnt ihr wünschen. Geht es ein, im Schluss so per Mail. Das würde mich interessieren. Dort fehlt etwas. Dann können wir es gerne aufnehmen. Das werden wir eigentlich beibehalten. So, 3-4 Stunden. Stundensession, vielleicht über einen Mittag haben wir gedacht, das könnte die beste Zeit sein, wo die Trainer frei sind vom Eis, wo zwischen einem kurzen Mittag so eine Stundensequenz im Maximum reinmachen, um einfach aktuell uns zusammen auszutauschen. Wenn da Ideen kommen an Inhalt oder Zeit oder Fragen, sind wir sehr froh, wenn das so in das Form hineinläuft, was ihr am Schluss bekommt. Ihr habt dort auch freien Text. Wir schauen es gut an, wir zusammen das Bestmögliche machen, was euch dient und das Hockey weiterbringt. Merci, Grüezi. Zu dem Webinar. Ihr habt euch da ja angemeldet für das Webinar Impact U13. Wir haben wieder weitere Webinar aufgeschaltet. Vielleicht eins, was auch noch könnte interessant sein, ist für euch am 29. Juni ein Webinar Talententwicklung. Falls ihr Interesse habt, meldet euch an. Ist sicher ein guter Einblick, denke ich, vom Küsso geleitet. Wäre eine Möglichkeit auch für euch. Der Kurs U13 Elite hat Küsso schon angesprochen. Wir gehen davon aus, dass wir baldig wieder Kurse durchführen können. Am 11. September findet der Kurs U13 Elite statt. Eigentlich vorbehalten für die Trainer auf Stufe U13 Elite. Wenn aber jemand dort möchte, zwingend mitmachen, denke ich, da sind wir sehr flexibel. Wenn jemand auf dieser Stufe schafft und da möchte reinlassen, denke ich, da können wir sicher etwas machen. Das Feedback, sind wir froh, wenn ihr uns das Feedback geben könnt. Im Anschluss dann vom Webinar, also morgen oder dann Anfangswoche, können wir das Mail über und da sind wir sicher froh, wenn ihr das Feedback mittels Forms ausfüllen. Weiter, da hat der Küsso schon angesprochen, wir möchten auch nach dieser Corona-Zeit, obwohl Corona vielleicht nie vorbei ist, der Virus an sich, aber wir möchten das nutzen, um Workshops zu spezifischen Themen, die ihr auch könntet wünschen, dass wir uns da regelmäßig wieder online treffen und dann Webinars mit Persönlichkeiten möchten wir auch gerne anbieten. Wir haben Patrick Fischer schon gehabt, Luca Cereda, Marco Bayer wird folgen. Also da möchten wir auch etwas anbieten für euch. Das wäre dann gegen eine kleine Entschädigung von 15 Franken. Wir das möchten anbieten, auch nach dieser Zeit, speziellen Corona-Zeit. Wir sind beim kleinen Bild gestartet. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir auf dieser Stufe U13 das Bild so gut, so intensiv, so schön können malen für dann das große Bild zu haben, wenn ihr seht. Am Schluss gibt es ein super schönes, grosses Bild. Helft mit, den Teil vom Bild so gut wie möglich auszumalen, mit Farbe zu gestalten, dass nachher ein grosses Bild eine wunderbare Geschichte gibt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke vielmals fürs Zuhören. Und ab morgen dann schöne Pfingsten. Am Pfingsten geht es am Ringsten. Wiedersehen miteinander. Danke vielmals. Merci, Ivan. Gute Zeit. Habt's gut. Ciao zusammen. Merci.